180 fragt Pietsmeet. Welches Spiel hat eurer Meinung nach die beste Story? Das ist super, super, super schwer. Und bestimmt fallen mir, wenn ich länger drüber nachdenke, noch viel mehr ein. Aber heißer Kandidat ist auf jeden Fall Last of Us. Und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, der jetzt bald kommt. Ganz Menge Spiele, die beste. Hier super viele Spiele, die einen wegen der Story, also egal, ob das irgendwie so ein Last of Us war oder die Erzählweise von Red Dead Redemption oder ich mag auch so die Final Fantasy Dinger, so von Final Fantasy 10 oder 9 oder 8 oder 7. The Witcher hat das ganz gut gemacht. Also da gibt es sehr, sehr viele gute Beispiele. Und da habe ich keine beste, weil die auch alle unterschiedlich von der Erzählweise sind und auch vom Thema. Deswegen, welchen mag ich denn am liebsten von denen, die ich gerade genannt habe? Die von Final Fantasy. Das ist schwierig, finde ich. Ich finde das wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage, aber ich glaube, die beste Story insgesamt vielleicht so die Mass Effect Trilogie. Ja, die hat halt sehr viele interessante Side-Stories, die zeichnet die interessanteste Welt so. Es gibt halt, beste Story ist halt ein bisschen schwierig, so was definieren, wie definierst du Story? Ich finde Portal 1 hatte eine fantastische Story, aber die war halt relativ kurz, aber die wurde halt durch Gameplay erzählt, genialen Antagonisten und das, also, ne, ich finde Gothic 1 hat ein geniales Setup, eine geniale Welt und erzählt da drin aber jetzt nicht die stärkste Hauptstory. Das gleiche ein bisschen auch bei Mass Effect, wobei die Hauptstory ist über die drei Teile hinweg schon ziemlich stark. Also super schwierig, sich darauf festzulegen. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Welches Spiel die beste Story hat? Ich würde mich auf Final Fantasy X festlegen. Finde ich ziemlich geil. Gute, nennt man das? Changer? Nee. Wie heißt denn das nochmal? Nicht Cliffhanger, sondern WTF-Momente beziehungsweise ihr wisst, was ich meine. Final Fantasy X ist geil. Tatsächlich würden jetzt die meisten wahrscheinlich irgendwelche Open-World-Rollenspiele oder so erwarten. Ich aber nicht. Ich fand ein extremes Rollenspiel, und zwar KOTOR, fand ich extrem cool. Als auch Ori and the Blind Forest, auch wenn da gar nicht so viel Story war, weil es Jump'n'Run war. Weil die Geschichte, die dahinter erzählt wurde, trotzdem sehr emotional und berührend, was ich wiederum ziemlich cool fand. Und ansonsten nenne ich da jetzt ein paar Klassiker wie Heavy Rain, Fahrenheit, wie Heavy Rain und Fahrenheit, die ich beide unfassbar cool fand.